So, ladies and gentlemen, we would like to welcome you to the Intersolar 2010, especially also our international guests. We've got a few guests here that do not understand the German language, so I will explain a few words in German. These two guys here want to win this brand new TV made in Germany. It's worth 2,300 euros, and all they have to do is they have to beat our top competitor. He's called Florian, and he has actually managed a time of 23 seconds, nearly 24 seconds. So, guys, we have understood. Wir machen uns bereit. Und ich sage, meine Damen und Herren, wir starten durch in unserem 15. Rennen und konzentrieren uns. Und ich sage, Lampen los! Hier kommt die rote Lampe, hier kommt die gelbe Lampe und auf geht's, hier ist die grüne Lampe. Und wir sehen zu meiner linken, beziehungsweise zu meiner jetzigen rechten, den Riad mit der Startnummer 9099. Und hier drüben haben wir ein paar motorische Probleme, aber gar kein Problem. Weiter strampeln, weiter strampeln, weiter strampeln. Hier zu meiner jetzigen linken, jetzt zu meiner rechten, Ramil. Der kommt gut durchs Ziel mit einer super Zeit. Das sieht ordentlich aus, auf dem besten Weg nach Hamburg. Aber hier auf den letzten Metern noch ein Fotofinish. Das sieht sehr, sehr spannend aus. Wer kommt ins Ziel? Uiuiuiui. Ein Riesenapplaus erstmal für alle Kandidaten, meine Damen und Herren, Riad und Ramil. Habt ihr super gemacht, eine Zeit von 30,65. Du hast sozusagen dieses Rennen gewonnen. Und hier haben wir eine Zeit von 31,40. Das reicht für Platz 11 und Platz 15. Schon mal gar nicht verkehrt, nicht ganz die Top 10. Aber wir sehen auch hier, gibt es ein tolles Konergy VM-Package. Vielen lieben Dank, lieber Riad, fürs Mitmachen. Dankeschön.